Oh, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Sarge und Paul am Start. Ja, Freunde des guten Geschmacks. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, oder was heißt gemerkt? Ihr habt es gesehen und gespürt und dass von mir, ja, einige Zeit nichts mehr kam. Ja, Livestreams oder Videos, keine Livestreams mehr auf Twitch, keine Videos mehr hier auf YouTube. Meine Freunde, das Problem liegt ganz einfach daran, ich bin umgezogen. Ja, ich musste ja aus dem Haus, wo ich gewohnt hatte, in Baden-Württemberg, musste ich leider ausziehen, weil das Haus verkauft wird und zum 1. März ja alles abgemeldet war. Strom, Telefon, Internet, Wasser, alles Mögliche. Dann noch zum 2. März vom Arbeitgeber gekündigt worden. Dann, ich wäre fast auf der Straße gesessen, meine Freunde. Ich wäre fast obdachlos gewesen. Ja, viele Leute gefragt, ob die mich unterstützen, ob ich da ein paar Tage hinkommen kann, um da neu Fuß zu fassen. Und zum Schluss waren halt nur zwei Leute bereit und bin dadurch dann am Strand gelandet, an der Nordsee, in einer wunderschönen Stadt. Und habe es jetzt gerade mal so weit gebracht. Ich war eine Woche lang dann bei jemandem, ein, zwei Wochen, bis ich dann das Zimmer hier bekommen habe, wo ich jetzt wohne, meine Freunde. Und das Problem ist noch da, liegt daran, dass es hier keinen Internetanschluss gibt oder Telefonanschluss. Man kann hier nichts dergleichen machen, hier gibt es keine Internetverbindung. Ich musste mir einen SIM-Kartenrouter von der Telekom kaufen, damit ich wenigstens ein bisschen zocken kann mit der Xbox. Habe ich mir heute mal gedacht, so, ja, ich hole mir einen 10 GB Tagespass für Aldi Talk, für den SIM-Karten-Router. Und ja, waren halt, wo ich ganz kurz online war auf Mixer, wurden gleich mal 2 GB weggelutscht, was nicht gerade so prickelnd ist, nicht gerade so schön. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich dann eine Wohnung und richtiges Internet habe. Der Grund darin liegt auch, dass eine bestimmte Person, mit der ich mal in einer bestimmten Stadt zusammengewohnt hat mir, sorry, nach meinem Auszug kam ein Brief dorthin, der mir nicht ausgehändigt wurde. Und zwar hätte ich da eine eidesstaatliche Versicherung abgeben sollen, was aber dann nicht zustande kam, da ich nichts weiß von diesem Termin. Und das steht jetzt nun mal in der Schufa drin. Und die Schufa sagt dann natürlich, eine S1 wurde mir reingedruckt, Kategorie S1. Das heißt, ich bekomme deutschlandweit keine Wohnung, da diese Scheiße drin steht in der Schufa. Aber jetzt habe ich angeleiert mit Privatinsolvenz. Ich habe keinen Bock mehr zu zahlen, Freunde. Ich habe jetzt viele Jahre nur gezahlt an den ganzen scheiß Schulden und irgendwann mal muss gut sein. Das sind ja jetzt nur noch die Zinsen, die ich abzahlen muss und habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen Privatinsolvenz und sobald die dann anläuft, denke ich mal so 2 Monate, könnte das noch gut dauern, bis die Privatinsolvenz anläuft und dass dann der Eintrag der eidesstattlichen Versicherung, die ich nicht abgegeben habe, rauskommt aus der Schufa und ich wieder auf S2 stehe, um dann eine Wohnung zu kriegen. Und dann kann es auch wieder losgehen mit Internet und Streaming und regelmäßige Videos. Und auch wenn ich kein gescheites Internet habe, sondern nur den SIM-Kartenrouter, ich war trotzdem fleißig, meine Freunde. Ich habe trotzdem gezockt, wie man auch sieht. Man sieht es auch da oben, Level 22. Nur meide ich es halt online zu spielen, da das dann auch wieder Datenvolumen kostet. Ich habe nur so Rivals gar nicht gespielt, so gut wie nicht. Nur wenn es dann wirklich was Wichtiges gab, dort zu machen, dann habe ich das gemacht und habe mir mein Team natürlich weiter aufgebaut. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Man sieht es hier, Tots Areola, Traoré habe ich da natürlich immer noch drin, der Bailey habe ich mir geholt. Ich habe Wan-Bissaka mal gezogen, irgendwann mal aus einer SBC. Ich habe mir den Walker letztens noch gemacht. Rodri habe ich, glaube ich, erspielt war das. Salah gezogen aus einer SBC. Mason Mount war, glaube ich, erspielt. Dann Mané immer noch, da bräuchte ich mal ein Upgrade. Euse habe ich immer noch, bräuchte ich mal ein Upgrade. Dann Werner natürlich noch aus der Showdown SBC mitgenommen die Tage. Und dann hier unten Müller, Coman gezogen aus den SBCs, Muriel gezogen, Anthony erspielt, Markus Lorente war, glaube ich, erspielt. Der Auba habe ich immer noch
Aber die Maschine, wenn man den so anguckt, Herr Job, der hat bei mir 378 Spiele gemacht und 466 Tore geschossen und 316 Vorlagen gemacht. 8 gelbe Karten, 0 rote. So muss es auch sein, meine Freunde. Der ist einfach Bombe, dieser Aubameyang. Ja, und Eusebio natürlich. Stärkster Spieler bei mir, 287 Spiele gemacht, 462 Tore geschossen, 255 Vorlagen, 11 gelbe, 2 rote. Ja, also läuft. Ich habe hier unten auch noch Cristiano Ronaldo irgendwann mal mitgenommen. Ich glaube, das war auch noch sogar im Livestream oder so. Ich weiß es nicht mehr, was, wie, wo, keine Ahnung. Ja, dann gibt es jetzt noch den in der SBCs den Joey Gomez, den würde ich mir gern holen. Müsste ich noch ein paar Tauschwertspieler machen. Werde ich noch in Angriff nehmen. Vielleicht jetzt noch so 20 Rivals-Spiele machen. Einfach nur reingehen ins Spiel, ein Tor machen, Stick auf die Seite klemmen und den Gegner gewinnen lassen. Ist mir scheißegal. Abrutschen aus der Division 5 runter in Division 10 interessiert mich auch nicht mehr. Gibt ja auch nicht mehr viel zu machen in dem FIFA. Auf jeden Fall. Ich werde mein Bestes geben, meine Freunde, und dass ich dann auch bald wieder live streamen kann. Und ja, dann wünsche ich euch was, meine Freunde. Macht's gut. Und wie sage ich so schön immer, lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, meine Freunde. Lasst die Hände über der Bettdecke. Spielt nicht an euch selbst rum. Lasst euren Partner und Partnerin machen. Alles andere ist ekelhaft. Ich bin für heute wieder raus. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.